Es geht weiter mit Let's Play Fürst der Finsternis. Und ja, wir sind immer noch im Schloss, aber nun sind wir im Keller gekommen und es ist immer noch ziemlich groß. Jetzt haben wir eine Tür, da gehe ich mal rein direkt. Und uns erwarten noch weitere Rätsel. Also der Schein kann schon mal nicht sein, dann können wir nämlich gar nichts mehr verschieben. Und komm, ich töte dich jetzt einfach. Boah, und da mache ich jetzt so einfach neuer Morgen und Wirbelsicheln, so. Das dürfen die nicht so leicht überleben, auf jeden Fall. Ne, also so ein neuer Morgen ist schon ziemlich stark, auf jeden Fall. Also es bleibt keine andere Wahl, als den jetzt reinzuschieben. Den können wir auch nicht verschieben. Würde jetzt einfach mal so, das ist, nee, das war Fail. Das muss ich ja nochmal das Viech dann besiegen. Mache ich aber nicht. Wäre nur freundlich, wenn es da mal aus der Ecke rauskommen würde. Ja, oder so. Ach, na gut, wir haben ja starke Attacken. Und nochmal neuer Morgen, das haben wir ja gerade gesehen, das tötet ihr alle. Oh, Giftwelle? Was? Es wird auf jeden Fall sehr viel Erfahrung geben, wenn das immer wieder ein neuer Morgen macht. Trifft ja alle auf einmal. Ja, also wie machen wir das jetzt am besten? Überlegen, da unten kann ja schon mal nichts sein. Da sind ja zwei Steine nebeneinander. Da sind auch zwei nebeneinander. Ich glaube, ich hab's. Hoffe ich. Ja, doch. Okay, es war richtig. Den ist einfach noch ja, möglichst weit weg verschieben. Das war auch wieder nur ein Weg von vielen. Ach, das ist so geil. Und der wird immer teurer. Je öfter wir ihn benutzen. Obwohl, eins halt ich mal, okay, nee, es ist vom Ort abhängig. Ich dachte jetzt, das ist davon abhängig, wie oft wir uns heilen lassen, aber es ist tatsächlich vom Ort abhängig, wie viel der verlangt. Oh, das wird interessant sein. Ich, ja, okay, cool, ich habe schon gedacht, dass das sowas ist. Das ist eine geile Idee. Ich dachte, das ist ziemlich geil. Ein bisschen einfach, aber trotzdem geil gemacht. Hörst du das denn? Achso, das war, weil wir da mal drüber gelaufen sind. Ach, das sind die Wasserströme, okay. Na gut, es soll langsam aber wohl auch. Es ist aber langsam auch ein bisschen gestreckt schon. Wenn man es ja auch noch manchmal warten muss, bis die Wasserströme da weggehen und immer mehr Gegner kommen. Also gestreckt ist das auf jeden Fall. Aber jetzt nicht unbedingt negativ gestreckt. Komm, neuer Morgen, jetzt wieder alle vier auf einmal. Oh, schon Level 15 erreicht. 4000 Kyra habe gefunden. Wie geil ist das? Werden wir überhaupt das ganze Geld, diese 18.000, überhaupt irgendwie ausgegeben kriegen? Und ja, jetzt wieder hier warten. Und schon wieder Abzweigungen. Ach man. Aber wie schon gesagt, mir gefällt's. Magiesalbe. Geben wir mal wieder Kaela. Weil die würde ich jetzt wirklich auch Magie jetzt fixieren. Weil die hat ja eben durch ihre Flächenangriffe macht sie auch den meisten Schaden. Hä? Also. Oh Gott, der zuerst. Dann der. Wie dann? Dann der?
Achso, ach, ich höre schon weiter, war ja schon richtig. Okay, ist nochmal eine schwierigere Variante, wie es scheint. Ich gehe erstmal hier entlang. Scheint mir irgendwie richtiger. Oh. Ich könnte jetzt riesen Scheiße bauen. Hoffe ich jetzt mal einfach nicht. Hä? Was soll man das denn machen? Ach so, ach, ich sehe es. Ne, ich hab verkackt. Ich muss nochmal raus. Beziehungsweise erst nochmal neu starten. Ne, ich dachte da oben erst am Ende, glaube ich. Oder? Das ist ziemlich merkwürdig. Naja, aber wir werden es noch irgendwie hinbekommen. Okay, jetzt ist alles wieder leer. Würde ich jetzt so entlang gehen? Das ist das eine Feld dann wieder. Okay, so. Wir haben es irgendwie ausgetrickst, aber ja. Okay, ich ging dann wieder weg hier. Na gut, aber nette Rätsel auf jeden Fall. Also die sind echt gelungen. Bestimmt brauchen wir jetzt hierfür den Schalter. Ja, ich hab's gesehen. Das sind drei Positionen. Links, Mitte, rechts. Oh Gott, und die, was sieht denn hier noch alles ab? Das alles nur für einen grünen Schalter. Ach Mann. Mach jetzt mal nach links. Ach so, okay. Vielleicht so wie da. Da war dann ja gelb. Beziehungsweise Brot. Egal, aber vielleicht brauchen wir das ja noch nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Boah, das sieht sehr, sehr anspruchsvoll aus. Boah, weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich fange mal mit Grün, weiß ich auch nicht, was so gut ist. Doch, ich fange mal mit Grün an. Moment mal. Ach nee, doch, das geht so. Also darüber. Runter. Den Grün haben wir dann schon mal. Gelb oder Rot muss dann da nach oben. Habe ich, glaube ich, eine Ahnung, wie man das machen könnte. Scheint doch sogar richtig so zu sein. Obwohl, kann ich das auch noch... Ja, ich kann ja einmal den Bogen machen drumherum. Genau, meine ich ja, hier muss ja irgendwo noch was gewesen sein. Okay, haben wir dann auch. Dann bleibt jetzt nur noch blau übrig und habe ich... Ich habe gerade Scheiße gebaut, oder? Ja, ich habe gelb zu früh dahin geschoben. Verdammt. Ach, müssen wir nochmal raus. Okay. Aber jetzt habe ich verstanden, wie das ist. Also blau zuerst, okay. Und gelb dann zuletzt. Thank you.
da runter. Okay, das klappt dann auf jeden Fall. Grün war jetzt ja auch kein Problem und... Ah, jetzt verstehe ich das auch. Deswegen muss man die verschieben. Ja, die Farben ändern. Also der rechte muss dann auf grün gemacht werden. So. Das ist eine geile Idee auf jeden Fall. Muss dann so ein bisschen doppelt noch überlegen. Und dann dahin und den roten dann auch nach oben dann gleich. Nur noch rot. Naja, komm, muss ich jetzt einen Kampf einmal machen. Bevor es echt zu nervig wird. Aber das, diese Formation, die kennen wir ja schon. Und die können wir jetzt schon ziemlich leicht besiegen mit Neuer Morgen. Oh, gelähmt. Ja, wurde gelähmt. Scheiße, warum wurde auch sie hier gelähmt? Mann. Na gut, dann müssen wir anders angreifen. Nochmal. Es ist auf jeden Fall unsere Schwäche, dass fast alle von uns viel zu langsam auch sind. Oh, Level 15 und... Oh, alle Level 15 erreicht. Cool. Und den müssen wir, genau, den müssen wir hier wieder nach rechts anschieben. Aber je mehr Rätsel kommt, desto weiter muss es dann ja auch, glaube ich, gehen, ne? Also, dass wir dann immer näher rankommen, auch zum Ziel. Die Frage ist auch, wofür willst du überhaupt diese ganzen Schalter aktivieren? Wissen wir jetzt ja auch noch gar nicht so genau. Und rein damit. So, einfach mal aktivieren. Und raus hier. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Ich speichere einfach mal wieder. Ach, und schon wieder so viele Wegabzweigungen. Mann. Was ist denn das? Nein. Bestimmt passiert dann... Mann, jetzt bin ich auch in den Kampf reingelaufen. Ich glaube, da passiert sowas von gleich was. Hinter dieser Tür, weil sonst wird da nicht gefragt, ob man nur zum Eingang will. Finde ich aber gut, dass sowas gemacht wird, weil da kann man sich ja sehr leicht verlaufen, dass man da wieder raus will. Guck mal, ob vielleicht noch mal so ein Kristall in der Nähe ist. Wäre nämlich praktisch. Das ist eigentlich Serum, das habe ich ja nicht so wirklich... ach so, das war das, genau. Und hier ist nämlich noch mal eine Truhe mit einem Nurashi-Trank. Da kommen wir jetzt noch einmal speichern, zur Sicherheit. Ja, doch jetzt kommen schon langsam lange Gänge, Treppen und sowas. Da passiert was. Ja, ist denn schon bei den Kerkern. Okay. Da ist jetzt noch tiefer rein. Ich glaube echt, ihr treffen die gleich. Nochmal einen Pott. Echt, so viel kann es ja auch nicht mehr passieren, ne? Und die Musik wird immer düsterer. Jetzt hört man nur noch Hintergrundgeräusche. Doch, okay, hier geht was ab. Das ist ja... Ist das nicht der vom Anfang? Kermo! Kaeda! Kermo, du lebst. Oder sowas in der Art. Zumindest. Aber sag, was machst du hier? Ich. Wir sind gekommen, um dich zu retten. Sie haben gesagt, sie hätten eine Geisel, deswegen sind wir hier. Die Frage ist nur, warum sie uns dann hier so im Regen stehen lassen. Kann es doch nur recht sein. Dann holen wir Kermo da raus und verschwinden. Glaubst du ernsthaft, die haben nicht gemerkt, dass wir hier sind?
Dann hätten sie uns wohl kaum so weit kommen lassen. Das sehe ich anders. Aber auf meine Meinung ist ja hier gibt ja hier niemand was. Holt mich sofort erstmal hier raus, dann sehen wir weiter. Ja, das wird das Beste sein. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Kannst du fliegen? Ich fühle mich schlapp, aber ich denke, es geht. Wir werden dich stützen. Hä? Kate? Was machst du da? Hä? Nein, der ist doch nicht ernsthaft. Kate, das ist kein Spaß mehr. Es sollte auch nie Spaß sein. Ach du Scheiße, der hat uns also jetzt verraten, oder was? Die ganze Zeit über. Okay, ich würde sagen, wie das jetzt ausgeht, ob wir jetzt gegen ihn kämpfen müssen oder was auf jeden Fall jetzt hier noch abgeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, ihr seid dann weiterhin noch dabei. Bis dann.